So, wie angekündigt, diese Pause fällt etwas kürzer aus. Wenn Sie wieder die Plätze kurz einnehmen würden, auch im hinteren Saalbereich. So, es ist ja kein Geheimnis mehr. Den letzten Redeplatz haben wir natürlich dem Mann aus unserem Kreisverband vorbehalten. Er ist ein äußerst aussichtsreicher Kandidat, auch wenn er das wahrscheinlich wieder nicht gerne hört, für das Europäische Parlament. Auf Listenplatz 5 haben wir ihn gewählt. Er war auch unser Kandidat für den Bundestag, wo er einen sehr tapferen Wahlkampf im roten, mittlerweile ist es ja schlimmer, ist es ja schon grün München geführt hat. Jahrgang 1953, seit 42 Jahren verheiratet, Diplom-Ingenieur, Berufssoldat, Diplomat und zuletzt dann Geschäftsführer seiner eigenen GmbH. Es ist ein bewegtes Leben. Begrüßen Sie mit mir Bernhard Ziemniok, unser Mann für Europa. Ja, danke schön. Ich weiß genau, diesen Applaus kriege ich jetzt, damit ich wieder ein paar Schoten raushaue. Aber ich darf es nicht mehr. Ich muss jetzt gesittert auftreten und staatsmännisch, damit ich dieser Aufgabe gewachsen zeige. Das ist eh egal. Ich bin eh schon reingewählt worden in unsere Bundesliste. Demzufolge könnte ich natürlich wieder frei sprechen. Aber es gibt halt Auflagen, da muss ich etwas gesetzter sein. Das werde ich heute sein und normalerweise wäre es die Aufgabe von Uli gewesen, jetzt die Boygroup zu machen und den Saal aufzuheizen. Und ich kühle euch wieder ab und ihr geht dann zufrieden nach Hause. Gut, nachdem Uli versagt hat und nicht aufgeheizt hat, geht ihr halt so nach Hause. Also, liebe Freunde, ich, wie schon gesagt, ich werde gesetzter sein, etwas verwunderlich, wenn ihr mich kennt. Und ich werde euch mal kurz eine Analyse Europas aus meiner Sicht sagen und werde dann vielleicht auch mal die Stoßrichtung schon ein bisschen andeuten, in die ich gehen möchte. Details werde ich nicht tun, weil ich möchte meinen politischen Gegner, bei mir sind es keine Mitbewerber, sondern Gegner, werde ich nichts in die Hand geben, dass man mich jetzt bereits anschießt. Das hat man genug gemacht. Jetzt gehen wir es mal ruhig an und jetzt schießen wir mal los. Sie kennen ja den Spruch, hast du einen Opa, schicke nach Europa. Ja, grauer Bart trifft auf mich zu, aber ich kann auch Selbstkritik, Sie sehen es. Ich glaube aber, mit dem Satz ist Europa, das Parlament in Europa, recht gut beschrieben. Denn wir haben dort nur willige Stimmvieh, Durchwinker und die Altlasten der Parteien und Sozialfälle. Aber vergessen wir nicht, 80% der Gesetze und Verordnungen, die Sie alle betreffen, werden in Europa, im Parlament durchgewunken. Und ich kann Ihnen eins sagen, wenn man über Verordnungen zur Gurkenkrümmung, zur Apfeldurchmesser oder zur Füllmenge des Kondoms sprechen, kann man drüber lachen und auch schmunzeln. Aber es gibt ernste Sachen wie Pact on Migration, da vergeht Ihnen das Lachen. Denn das ist nämlich bestimmend für die Zukunft Europas und vor allem für unser Land. Und hier sage ich, jetzt würde ich ein bisschen lauter werden, aber ich bin ja nicht mehr so emotional. Das müssen wir ändern im Parlament. Und das werden wir ändern, denn dann darf ich wieder laut sein. Wir sind die Alternative zu diesen Altparteien. Wir werden sie dort stellen. Und ich sage es mit Wilhelm Tell. Wenn wir die Gesetze jetzt mal sehen, durch diese hohle Gasse müssen sie kommen, die Gesetze. Und die Gesetze, die uns nicht passen, für Europa und für Deutschland speziell, die werden diese Gasse nicht durchkommen, die werden dort sterben in der Gasse. Schauen wir mal ein bisschen nach Europa, was passiert momentan da, um uns mal wieder zu sammeln. Jetzt kommt jetzt der seriöse Teil. Wie wir alle wissen, ist Europa seit Jahren im Krisenmodus. Das heißt, seit der Gründung hat sich dort keine Stabilisierung ergeben.
Die Probleme, die kumulieren immer weiter und immer weiter. Realpolitik wird seit Jahren durch Illusion und Ideologie ersetzt. Die Geburtsfehler der EU treten immer, immer deutlicher zutage. Der Euro ist zu früh eingeführt worden und kann nur noch durch immer massivere Rettungsmaßnahmen am Leben gehalten werden. Offiziell beschreibt man dann das als Vertiefung der Währungsunion. Regeln und Gesetze zu brechen, ist die Tagesnorm. Die EU verschlimmbessert täglich nach dem Motto, schlimmer geht immer. Der Euro auf der Intensivstation als Normalzustand. Am Ende werden die Rettungsmaßnahmen versagen und der Euro wird die Intensivstation Richtung Kühlhaus verlassen. Der Euro wird zerbrechen. Das ist nur noch eine Frage der Zeit, sagt Ihnen jeder Ökonom. Ökonomisch zusammengehalten wird der ganze Kontinent derzeit nur noch durch die Europäische Zentralbank. Nur sie ermöglicht es mit der Niedrigzinspolitik und dem bisher gelaufenen Ankaufprogramm für Staatsanleihen, dass hochverschuldete Staaten wie Griechenland oder Italien ihre Verbindlichkeiten überhaupt noch bedienen können. Jetzt kühlt sich die Weltwirtschaft deutlich ab. Hören Sie die Nachrichten. Nun müsste eigentlich die Notenbanken eingreifen, um mit Zinssenkungen zu verhindern, dass sich der Abschwung zu einer echten Rezession entwickelt. Doch in der Eurozone liegen die Leitzinsen bereits bei Null. Das heißt, das Pulver ist komplett verschossen. Wir haben nichts mehr. Die Nullzinspolitik ist für Sparer und deren Altersversorger jedoch absolut tödlich. Steigende Inflation und fehlende Zinserträge vernichten die Planungen der Bürger Europas. Und Deutschland? Wir stehen angeblich gut da. Wir sind sogar reich, angeblich. Die nackten Zahlen sprechen aber eine ganz andere Sprache. Rechnen wir Tage 2 mit 1 Billion und andere Verbindlichkeiten dazu, so kommen selbst seriöse Wissenschaftler auf eine Staatsverschuldungsquote von 180% und wir liegen damit auf der Stufe von Griechenland. Und wir retten. Was fehlt, ist eine europäische Politik für mehr Wachstum durch mehr Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Die EU schneidet im Vergleich mit der Wirtschaftsdynamik mit USA und China sehr schlecht ab. USA, also wir in Europa, hatten in den letzten 10 Jahren 17% Wachstum. Das ist fast nichts. USA das Doppelte und China das Zehnfache. Dafür legt die EU dann seit 2000 immer wieder neue Fonds- und Förderprogramme auf. Und ich sage vergeblich. Denn das offizielle Eingeständnis der Kommission ist, die Kernziele, so wird es verklausuliert, wurden nicht erreicht. Und das ist eine Bankrotterklärung. Bei den entscheidenden Schlüsseltechnologien Industrie 4.0, Digitalisierung, künstliche Intelligenz ist die EU weit abgehängt. Fahren Sie mal in unserem Land herum, ich fahre viel in unserem Land herum und Sie werden nicht lange nach dem nächsten Funkloch suchen müssen. Selbst in München haben wir offiziell, ich glaube, 4 oder 5 Funklöcher. Wir aber verschlafen komplett unsere Chancen und stellen lieber Windräder auf, machen wir auch gern Vorreiter bei den elektrischen Autos. Die damit verbundenen Probleme, Rohstoffe, Entsorgung, Batterien, schlechte Ökobilanz etc., Verlust von 100.000 Arbeitsplätzen, die werden einfach ausgeblendet. Vor allem Deutschland widmet sich mit vollem Enthusiasmus den essentiellen Menschheitsfragen wie Feinstaub, Gender und Transformation unseres Landes in eine multikulturelle Gesellschaft. Wir heißen Migranten willkommen, die kulturbedingt unser System ablehnen. Aber uns freut's. Schauen Sie raus. München ist bunt. Bunt ist das neue Wort für blöd. Entschuldigung, jetzt sage ich wieder. Ab und zu falle ich mal wieder in alte Rollenmuster zurück. Die stehen nicht auf meinem Text. So, dafür nehmen wir in Kauf, dass die Altersarmut und die Mieten steigen. Die Obdachlosenzahlen rapid in die Höhen schießen. Etwa 1 Million Menschen leben in Deutschland auf der Straße. In München leben etwa 10.000 Menschen auf der Straße. Frauen, Kinder, Familien, alles. Und nicht nur osteuropäische Wanderarbeiter oder sonstige Glückssucher. Das ist eine Schande. Aber Opfer müssen gebracht werden, auch wenn die Kriminalität steigt, das Unsicherheitsgefühl wächst. Was soll's? Wir sind gut. Kritik an diesen Zuständen zu üben, wird immer schwieriger. Und was die neue heilige Kuh Migration angeht, gar verboten.
Das jüngst ergangene Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte verbietet Kritik am Islam. Berechtigte Kritik ist offiziell nicht mehr vom Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt. Dieses Urteil gilt für alle Staaten im Interesse der Aufrechterhaltung des religiösen Friedens. Das ist echt ein Hammerurteil. Das ist ein Hexenhammer. Die muslimischen Staaten reiben sich die Augen. Wenn ich die Mails meiner Freunde aus dem arabischen Raum lese, die glauben das nicht. Die glauben das nicht. Ich auch nicht. Aber so ist es. Europa unterwirft sich. Und bald wird es auch keine Kritik mehr an dieser zügellosen Migration geben dürfen. Der Pacto Migration wird auch das verbieten und verbietet es auch. Meine Damen und Herren, die Erweiterung der EU um die osteuropäischen Staaten galt mal als großer Erfolg. Es wurde dabei nur eins vergessen, dass wir Menschen bekommen haben, die anders als wir in einer kommunistischen Diktatur aufgewachsen sind und andere Wertvorstellungen mitgebracht haben. Für sie sind nationale Souveränität, ethnische Homogenität, traditionelle Werte in diesen Staaten noch sehr, sehr wichtig und werden hochgehalten. Wir schämen uns. Hier divergieren die Auffassungen zwischen Ost und West. Hier Realisten, dort Träumer. Es wird deutlich sichtbar, der Kontinent driftet auch hier auseinander. Die Bindekräfte in dieser sogenannten Wertegemeinschaft sind nicht mehr stark genug und die Fliehkräfte werden stärker. Aber nicht nur Osteuropa wehrt sich. Die Menschen in ganz Europa wollen ihre Identität, ihre Geschichte, ihre Nation, ihre Errungenschaft nicht mehr auf dem Altar einer neuen Weltordnung opfern. Das einzige Land in Europa, der deutsche Michel, läuft noch blind hinter der Monstranz Multikulti hinterher. Überall, selbst in Frankreich, was geht da ab? Gut, dass sie keine Guillotine mehr haben. Die haben sie in der Bastille versteckt. Merkel hat viel Zeit und politisches Kapital darauf verschwendet, die osteuropäischen Staaten gegen ihren Willen zur Aufnahme von Flüchtlingen zu bewegen. 2015 beschlossen die Innenminister der EU gegen Ungarn, Tschechien, Slowakei sowie Rumänien die zwangsweise Umverteilung von 120.000 Flüchtlingen. Diese Staaten wurden einfach überstimmt. Hier wurde kein einstimmiges Urteil gefällt, sondern nein, sie wurden überstimmt. Punkt. Das hilft auch, dass dieser Kontinent langsam und sicher auseinanderdriftet. Dann ist auch Merkel mit für Schuld. Auch in der Flüchtlingspolitik dominiert nach wie vor die Simulation einer Lösung. Wir haben hier keine Lösung, es wird nur herumgewurschtelt und der Zustrom der Migranten sogar noch erleichtert. Ein Ende ist nicht abzusehen, auch wenn wir jetzt momentan das medial nicht so mitbekommen. Dabei ist das Boot längst voll und am Sinken. Dabei ist es schon höchste Zeit, mit dem Bau der Festung Europa zu beginnen. Fassen wir zusammen. Flüchtlingsstreit, Wachstumsschwäche, Schuldenkrise und die moralische Spaltung zwischen ost- und westeuropäischen Mitgliedstaaten. Diese miteinander verwobenen Probleme alleine würden schon reichen, Europa in den Grundfesten zu erschüttern und auch im Endeffekt zerbrechen zu lassen. Doch nicht nur zwischen Ost und West knirscht es, auch zwischen den nördlichen Staaten und den Südstaaten, Griechenland und Italien. Die Schuldenkrise dieser Staaten schwelt weiterhin vor sich hin, medial vollkommen unbeachtet. Warum? Diese Länder haben eine andere Wettbewerbsfähigkeit und sie können mit unserem starken Norden nicht mithalten, mit diesem starken Euro. Die eurokritischen Parteien bekommen deshalb europaweit Zulauf. In Deutschland wurden wir, die AfD, Gott sei Dank, die stärkste Oppositionspartei. Jetzt kommt der Applaus. In Österreich sitzt die FPÖ in der Regierung, in Italien stellen die Lega Nord und die linke Fünf-Sterne-Bewegung der Regierung. In Slowenien SDS. Das ist der sogenannte politische Trend zum Populismus. Und der macht der Brüsseler Führung Angst. Große Sorgen auch mit Blick auf die anstehenden Europawahlen. Zwar gibt man sich nach außen noch ziemlich siegersicher,
Man sieht und riecht aber schon den Angstschweiß, wenn Sie genau hinschauen. Gott sei Dank, sage ich da. Man ahnt, dass man künftig Gesetze gegen berechtigte nationale Interessen nicht einfach so mal durchdrücken kann. Viele der Probleme in Europa sind nicht nur auf die Fehlkonstruktion zurückzuführen. Nein, die Merkel-Regierung, da komme ich wieder darauf zurück, hat einen gehörigen Anteil dazu geleistet. Sie hat vieles in Europa durchgedrückt gegen den Willen der anderen Staaten. Sie hat alle Fehler gemacht, die Politiker machen können. Und die willfährigen Medien haben dazu bisher Beifall geklatscht. Langsam aber bröckelt die Fassade. Unangenehme Wahrheiten kommen langsam ans Tageslicht. Denken Sie an die Märchen, an den Märchenerzähler, der den Nachfolger von den Gebrüdern Grimm macht, dieser Herr Relotius. Dieser systematische Betrug war sicher, ganz sicher, kein Einzelfall. Das ist Teil des medialen Systems. Merkel, die von diesen hörigen Medien beklatscht und zur mächtigsten Frau hochstilisiert worden ist, ist nur eine alte, nagelkauende Frau mit der großen Geldkatze. Ich kann manchmal nicht an mich halten, aber diese Menschen machen mich emotional. Sie war nur mächtig, weil sie reichlich Geschenke verteilt hat. Aber das reicht nicht mehr. Zunehmend wehren sich die EU-Länder gegen diese Bevormundung. Denn langfristig gesehen können sie mit dieser Politik nur verlieren. Geldgeschenke hin oder her. Und das setzt sich durch jetzt, diese Meinung im Osten. Deutschland hat sich unter Merkel international unglaubwürdig gemacht und alte Freunde und Verbündete vor den Kopf gestoßen. Denken Sie an das unwürdige Schauspiel bei der Wahl Trumps, der mächtigste Mann der Welt. Nicht einmal den Anstand hatte man, ihm zu gratulieren. Das hat ihn getroffen und das sollte ihn treffen. Das ist die größte Dummheit. Das ist, dass jeder Diplomatenlehrling würde wegen so einem Fauxpas seinen Job verlieren. Unter Merkel haben wir unser Verhältnis zu Russland deutlich belastet, es ist gestört. Maas belehrt China, turnt in der Welt herum und erteilt unerwünschte Ratschläge. Solche irrlichternden Politiklehrlinge haben auf der Weltbühne nichts zu suchen. Sie haben, und vor allem Maas, hat unser Bild und unser Ansehen in der Welt massiv beschädigt. Nicht nur durch seine Lederjacke, die er stolz ins Bild gehalten hat. Er schaut aus wie ein frisch gebackener Paneler. Alleine das ist eine Schande für Deutschland. Das ist kein Mann, das ist ein Bubi. Meine Damen und Herren, wir sind wirtschaftlich erfolgreich, keine Frage. Aber was den Außen-, Sozial- und Migrationspolitik, ein Totalausfall. Wir haben uns militärisch verzwergt, die vormals geachtete deutsche Armee, und das kann ich sagen, wurde impotent gemacht, ist zu einer militärischen Lachnummer verkommen. Zu meiner Zeit, wie ich noch in Pakistan war, konnte das deutsche Kontingent, ich war zu dem Zeitpunkt gerade in Kabul, nicht mal das kein Bohrhaus verlassen. Grund, die Fahrzeuge waren wegen der fehlenden ASU gesperrt. Meine afghanischen Gesprächspartner haben gedacht, es wäre eine große deutsche Finte. Sie dachten an Wüstenfuchs Rommel. Nein! Ja, soll Merkels Deutschland der Maßstab für Europa sein? Nein. An der Merkel-Regierung wird weder Europa noch die Welt genesen. Das kann ich Ihnen sagen. Liebe Freunde! Liebe Freunde, ich sage Ihnen, Probleme zu benennen, so wie ich es jetzt gemacht habe, ist natürlich leicht. Man trägt ja keine unmittelbare Verantwortung, an der man gemessen werden kann. Man ist ja nur kritischer Beobachter, gibt sich beim Glas Roten auf der Couch einen klugen Kommentar der Weltpolitik in kein Mensch dazu, aber man hat sie abgegeben. Nein, ich sage, das reicht nicht. Wer die Fähigkeit und die Kraft noch hat und die Zeit und den Willen und die Lust, der muss aufstehen. Und ich habe mich entschlossen aufzustehen, mein bequemer Sofa zu verlassen, um mich als Gestalter in Europa einzubringen. Und ich werde sehr unbequem sein, das kann ich Ihnen sagen. Denn meine Kollegen, die mit dabei sein werden, wir sind nicht nur Krakeler, wir sind nicht nur laut, nein, wir sind substanziell laut.
Wir benennen die Dinge und wir können sie auch begründen, im Gegensatz zu anderen, die nur einen Abiturabschluss in Bremen oder alternativ in Berlin haben und erfolgreich im ersten Semester ihr Studium abgebrochen haben. Wir können was vorweisen. Wir wissen, wie das Leben funktioniert. Ich werde meine Erfahrungen einbringen und meinen Anteil leisten, das Schiff Europa wieder mit auf Kurs zu bringen. Beim Parteitag in Magdeburg konnte ich Delegierten überzeugen. Und dann muss ich aber auch liefern. Es gilt nicht nur eine Wahl zu gewinnen, sondern man muss auch hinterher liefern. Uli, denk dran. Ich werde mein Wissen zu den Themen Außenpolitik, Sicherheitspolitik, Militär, Entwicklungspolitik, erneuerbare Energien, Islam und islamischer Terror im Europaparlament einbringen. Sie sehen, es ist ein relativ weit gefächertes Feld, aber ich kann da über 10 Jahre was nachweisen. Und das macht unseren Gegnern auch Angst. Ich bin auch von 2 Journalisten, 2 namhaften, einem Fernsehjournalisten, einem namhaften, von einer großen Presseagentur gefragt worden, warum ich mir das antue. Der konnte mir nicht glauben, weil ich sage, ich kann das nicht unsere Nachkommen so überlassen, unser Land. Ich möchte mitwirken, dass unser Land wieder ordentlich ist. Das hört sich so toll an, so nach, ich brauche Versorgung, die brauche ich nicht mehr. Und dann hat man mich die zweite Frage gestellt, und das war ernst, warum finden wir bei Ihnen keinen dunklen Fleck auf der Weste? Gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass wir anständige Leute sind, ohne Dreck auf der Flecke, so wie andere Politiker? Gibt es? Liebe Freunde, wer mich kennt, der weiß, ich bin ein knallharter Realist, sage auch sehr unangenehme Dinge oft, aber ich bin kein Zerstörer. Ich möchte tiefgreifende Veränderungen aber mit Augenmaß. Es steht viel auf dem Spiel für unser Land, auch finanziell. Hier darf man nicht mit der Axt reingehen, hier darf man auch nicht der Axt eine Herzoperation durchführen. Das muss sehr, sehr sorgfältig sein. Europa steht am Scheideweg. Reformieren oder zerbrechen. Ich spreche mich für Reformen aus, tiefgreifende Reformen. Das bisherige Rumwurschteln hat nichts gebracht. Ein weiter so wird auch nichts bringen. Die EU muss ihre Macht zurück an die Nationalstaaten geben, dort, wo Politik am und für den Bürger gemacht wird. Wir werden den Schulterschluss, und wir sind schon dabei, den Schulterschluss mit anderen nationalgesinnten Parteien in Europa suchen. Das wird nicht einfach, das kann ich Ihnen sagen. Wir haben alle sehr starke Partikularinteressen, aber auch deckungsgleiche Interessen. Und da werden wir ganz fest zusammenarbeiten. Es ist keine leichte Aufgabe, sicherlich nicht, aber wir werden sie meistern, ich bin überzeugt davon. Meine Damen und Herren, die Vielfalt der nationalen Kulturen und Traditionen ist die Grundlage für unsere politische, ökonomische und soziale Stärke in Europa. Wir lehnen es ab, die Europa zu einem Staat mit Gesetzgebungskompetenz und einer eigenen Regierung umzuwandeln, ebenso die Idee der Vereinigten Staaten von Europa. Stattdessen treten wir ein Europa als Wirtschafts- und Interessengemeinschaft souveräner Staaten ein. Wir wollen in Freundschaft und guter Freundschaft zusammenleben. Das ist unser Ziel. Mit den Verträgen von Schengen, Maastricht und Lissabon wurde das Prinzip der Volkssouveränität ausgehöhlt. Der Versuch, funktionierende demokratische Nationalstaaten aufzulösen und durch eine Art europäischen Superstaat zu ersetzen, kann nicht gelingen. Ist eine Illusion. Wir werden die nationalen Identitäten nach und nach wird versucht, durch eine europäische abzulösen. Das kann nicht funktionieren. Weder gibt es ein europäisches Staatsvolk, noch ist erkennbar, dass sich ein solches auf absehbarer Zeit herausbildet. Kulturen, Sprachen, nationale Identitäten sind durch Jahrhunderte dauernde geschichtliche Entwicklungen entstanden. Deshalb muss zuerst der Versuch einer tiefgreifenden Reform erfolgen. Die Entscheidungen müssen wieder zurückverlagert werden. Erst wenn das nicht gelingt, muss eine geordnete Auflösung der EU erfolgen und eine neue Wirtschafts- und Interessengemeinschaft gegründet werden. Also wie schon gesagt, nicht mit der Axt dran gehen, mit Sinn und Verstand. Es steht sehr, sehr viel auf dem Spiel. Wir werden alles tun, um diese Reformen durchzuführen. Wir stehen für ein Europa der Vaterländer, denn das macht Europa stark. Deshalb lehnen wir zentralistische Bestrebungen der EU entschieden ab. Kernkompetenzen und Entscheidungsbefugnisse auch im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik, mein Thema, müssen in die Verantwortung der Mitgliedstaaten.
Deutsche Außenpolitik muss sich wieder an deutschen Interessen ausrichten. Richtschnur sind realpolitische Erfordernisse, nicht wirklichkeitsfremde Ideologien. Eine stabile Friedensordnung in Europa bedarf einer ausgewogenen Zusammenarbeit sowohl mit den USA als auch mit Russland. Für uns gilt das Nicht-Einmischungsprinzip in innere Angelegenheiten von Staaten durch äußere Mächte oder auch durch nichtstaatliche Akteure. Wir lehnen die Vergemeinschaftung der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik und damit den europäischen Auswärtigen Dienst ab. Stattdessen treten wir eine Intensivierung der zwischenstaatlichen Abstimmung innerhalb Europas ein, wie immer es das auch ausgestaltet wird. Das Europäische Parlament ist letztlich überflüssig. Das heißt, mit diesen Worten säge ich auch auf den Ast, auf dem ich sitze. Das ist mir egal. Denn dann werde ich den Uli ablösen. Ja, Frankreich bleibt für uns ein wichtiger Partner in Europa, ebenso Großbritannien. Brexit hin oder her. Diese Trennungsprozedere sind eine Schande. Es geht letztlich nur darum, den Briten eine Lektion zu erteilen und andere Mitglieder vom Austritt abzuhalten, egal was es kostet. Und auch morgen nach dem Brexit wird England und Großbritannien noch am selben Fleck sein. Das heißt, es ist unser Nachbar. Wir müssen auch in Zukunft mit dem leben. Und das wäre ein bisschen eine vorausschauende Außenpolitik sehr hilfreich, dass man auch den Day After mal betrachtet. Was wird da danach? Das hat man vergessen. Wie schon gesagt, gute Beziehungen zu den USA sind für Europa und Deutschland von wesentlicher Bedeutung. Die beschädigten Beziehungen, vor allem auch zu den USA, sind wiederherzustellen. Es gilt auch für Russland. Nur unter Einbeziehung Russlands ist eine stabile Friedensordnung in Europa denkbar. Die gegen Russland verhängten Sanktionen sind letztendlich nicht zielführend. Und denken Sie immer dran, meine Damen und Herren, schauen wir drauf, zum Wohle Deutschlands. Wir sind hier, Hemd- und Jacke-Prinzip. Wir schauen darauf, was tut unserem Land gut. Wir lassen uns nicht instrumentalisieren. Nur eine kurze Anmerkung zur Türkei und Syrien. Die Türkei gehört kulturell nicht zu Europa. Die AfD fordert deshalb, den sofortigen Abbruch der Beitrittsverhandlungen der EU mit der Türkei und die Einstellung der Heranführungshilfen. Ich sage das so trocken in zwei Sätzen. Ich habe das auch bei vielerlei Vorträgen, die ich in ganz Bayern gehalten habe, zum Thema Türkei in epischer Breite begründet. Und dazu stehe ich auch, ich habe mich tief in das Thema eingearbeitet. Das ist nicht nur Ablesen von Parteiprogramm, dahinter stehe ich. Dann kommt das Zweite. Wie wir alle wissen, hat Deutschland während des Krieges 500.000 Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Diese müssen jetzt wieder zurückgeführt werden. Ja. Dazu müssen wir die Sanktionen aufheben gegen Syrien. Wir müssen mit Assad ins Gespräch kommen und ich kann eins sagen, Assad ist ein Diktator, aber Assad ist nicht dumm, das ist ein schlauer Fuchs. Er hat bisher, und wir haben dort 5 Jahre, meine Frau sitzt da, 5 Jahre in diesem Land gelebt und ich kann eins sagen, über seinen Regierungsstil mögen wir diskutieren. Der ist sicher nicht demokratisch, aber er ist zuverlässig. Und das ist für uns unter realpolitischen Gesichtspunkten wichtig. Ja, da möchte ich noch ein Wort zur aktuellen Diskussion der EU-Armee sagen. Das liegt mir auch sehr am Herzen als ehemaliger Soldat. Europa wird durch die NATO verteidigt. Eine Parallelstruktur, jetzt hätten wir dann die Bundeswehr, eine EU-Armee und die NATO. Ich sehe darin nicht ganz den Sinn. Diese Struktur ist überflüssig. Außerdem hätte diese EU-Armee keinerlei demokratische Legitimation.
diese Armee und deren Einsatz würden der Kommission unterstehen und sich damit jeglicher demokratischen Kontrolle entziehen. Ich möchte nicht dran denken, was ein Junker mit einem derartigen Schwert anfangen würde, wenn er wieder mal einen Ischias-Anfall hat. Habe ich gestern noch einen Witz zu Juncker gehört, fällt mir gerade so spontan ein. Trinkt Juncker immer noch? Frage. Antwort: Weiß nicht, er schwankt noch. Ja, es macht überhaupt keinen Sinn, eine gemeinsame Armee zu schaffen, ohne eine gemeinsame Außenpolitik. Denn die Armee ist letztendlich das letzte Mittel der Außenpolitik, sich durchzusetzen, wenn es darauf ankommt. Und diese Außenpolitik fehlt in Gänze. Wir würden uns damit rein faktisch einen zweiten Euro, ein Euro 2.0 schaffen. Blödsinn, Irrsinn, blanker Unsinn. Dilettantenzeug. Über den Einsatz deutscher Streitkräfte darf weiterhin nur der Deutsche Bundestag entscheiden. Punkt. Meine Damen und Herren, das Jahr 2019 wird für uns alle richtungsweisend. Das wissen auch die anderen Parteien. Sie wissen auch, dass ihre Politik des weiter so auf zunehmende Ablehnung stößt. Sie haben aber keine Ideen außer weiter so, mehr Europa, also noch mehr Geld in ein Fass ohne Boden. Das hat bisher nicht funktioniert und wird auch weiterhin nicht funktionieren. Mit dem Schulzzug 2.0, der Merkel 2.0 und dem ergebenen Weber wird der Karren garantiert, obwohl es einen Karrenbauer da haben, nicht aus dem Dreck gezogen. Unsere Gegner wissen das und bekämpfen und diffamieren uns mit allen Mitteln. Wir werden als Europafeinde bezeichnet. Liebe Leute, das ist zwar ein griffiger Begriff, aber grundfalsch. Wir lieben Europa. Wir, weil etwas an uns liegt an Europa, wollen wir es verändern. Auch einige Lieblingskirchenfürsten haben sich diesen Kampf gegen rechts, in diesem Fall dem Kampf gegen die Vernunft und den gesunden Menschenverstand, angeschlossen. Besonders Bedford Strom und Marx, die beiden Verräter vom Tempelberg, tun sich da besonders hervor. Ich sage nur eins, kehrt mal euren Dreck vor euren Kirchentüren weg und dann reden wir weiter. Es ist deshalb wichtig, dass wir in der AfD nun die eigenen Reihen schließen und uns nicht durch Drohungen beirren lassen. Innerparteiliche Flügelkämpfe sind zurückzustellen. Der Gegner steht draußen. Haben wir heute gesehen, es war ein kleiner, aber es ist ein Gegner. Seien wir sicher, das System wird noch sich einiges einfallen lassen bis zum Wahltag. Wird alles tun, damit wir möglichst wenig Stimmen einfahren. Wir werden alles tun, uns zu stoppen und zu schwächen. Deshalb ist es für mich ein Gegner und kein Mitbewerber, weil Mitbewerber arbeiten mit sauberen Mitteln. Drohungen, Einschüchterungen, mediale Verdammung, physische Gewalt haben bisher nicht zum Ziel geführt. Jetzt wird die letzte Keule ausgepackt, der Verfassungsschutz. Müssen Sie nur aufpassen, dass diese nicht an die eigene Birne knallen. Wir dürfen jedenfalls keinen Schritt mehr zurückweichen. Dürfen uns auch nicht vorschreiben lassen, was wir in irgendeiner politisch korrekten Form zu sagen haben oder nicht. Wir geben den politischen Takt an. Punkt.